Ja, neuer Tag, 1. April. Aprilscherze sind, glaube ich, heute nicht wirklich angesagt. Ich weiß nicht, wie das dir ergeht oder was du dazu denkst, aber ich glaube, in der aktuellen Situation sind Aprilscherze nicht wirklich toll. Und ja, darum verzichte ich sicherlich auch auf einen Scherz und habe gedacht, ja, heute nehme ich euch mit in mein Atelier wieder einmal. Der ganze Blumenladen ist ja wie ein Atelier eingerichtet momentan. Ein Riesenchaos, ein Riesen, wie soll ich sagen, Gestelle, Gelage, weil ich kann ja jetzt walten und schalten, ohne dass irgendjemand darüber stolpern wird. Und dadurch habe ich gedacht, ja, kann ich ja wirklich eine tolle Auslegeordnung machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so bei Corona-Krise. Jetzt ist irgendwie Tag. Ja, mehr als 2 Wochen, wo wir den Blumenladen zu haben. Und es ist so intensiv, diese Zeit. Und eigentlich habe ich gedacht, ja, ich komme wirklich zum Vloggen, zum Videodrehen, zum neue Sachen ausprobieren und ein wenig Homeschooling machen. Und es geht einfach, ja, fast nicht. Zeitlich bin ich sowas von ausgelastet, was die Kreation anbelangt und die Tulpen, Auslieferung etc. Und darum habe ich gedacht, ja, mache ich wahrscheinlich nicht jeden Tag mehr einen Vlog, wo ich euch mitnehme. Und heute habe ich gedacht, nehme ich euch mit bei einer anderen Blumenkreation. Oftmals mache ich ja schnelle, fixe Kreationen mit 10 Tulpen, 20 Tulpen, vielleicht noch etwas Grün. Manchmal kann es auch etwas höherstehender sein und das ist jetzt mal wieder so etwas höherstehenderes. Der Rest. Ich habe mir da schon einige Gedanken gemacht. Ja, was mache ich eigentlich, wenn ich wieder den ganz normalen Blumenalltag habe? Kann ich noch einen schönen Blumenstrauß finden? Schaffe ich es noch, irgendwas zu machen? Oder kann ich nur noch wie ein, ich sag mal, Blumenbinderin von den Discountern einfach 10 Tulpen arrangieren und fertig? Bis es soweit ist, ich denke, geht noch ganz, ganz viel. Es wird noch ganz, ganz viele Tage vergehen. Aber ich habe gedacht, ja. Ab und an darf ich auch wieder mal kreativ sein, darf ich auch wieder mal einen schönen Blumenstrauß machen und ich habe da so schöne Weidenäste, ich habe Kirsche. Die Kirsche, die wird wahrscheinlich erst aufblühen, wenn dann die Tulpen vorbei sind, aber das Coole ist, man kann dann das Geäst einfach sonst noch verwenden. Also das macht ja auch Spaß, wenn man zum Beispiel sagen kann, ja, ich habe jetzt für den Moment was Schönes und habe dann anschließend nochmals eine ganz ups, coole Deko. Manchmal sind die Tulpen etwas schwach oben oder der Kopf zu stark, dann bricht die halt einfach so weg. Das sind wirklich auch wunderschöne Tulpen. Wenn du jetzt denkst, ja, diese Tulpen sind nicht frisch, ist das nicht so, sondern diese Tulpen, diese gefüllten Tulpen haben ganz andere Charaktereigenschaften. Heute ist mein Vokabular irgendwie nicht so toll. Ich weiß nicht, ob es am Morgen liegt oder sonst irgendwann was. Vielleicht habe ich zu viel Speichel im Mund. Man sagt ja, die Schweizer seien schuld an der Verbreitung des Coronavirus. Irgendwie, weil wir zu viel Speichel produzieren, keine Ahnung. Egal, ich bin der Blumenmann, ich bin kein Prophet oder kein irgendein Experte, was die ganze Geschichte anbelangt. Du siehst jetzt da unten, versuche ich da schön eine Spirale zu machen. Und ich habe gestern einen Blumenstrauß mit mehr als 30 Tulpen gemacht. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, was wäre, wenn du diesen Strauß in der Hand haben müsstest oder dürftest? Natürlich, eine Discounter-Tulpe ist dünner als eine Schweizer Qualitätstulpe. Könntest du 30 Tulpen in der Hand haben? Hast du das schon mal ausprobiert? Und wenn dann noch Geäst dazu kommt, wird alles nochmals etwas dicker. Also, kannst du mir mal reinschreiben, ja, kann ich 30 Tulpen in der Hand haben? Habe ich das schon mal versucht? Nein, habe ich noch nicht. Egal, du machst einen Kommentar rein, wenn du sagst, also 30 Tulpen, die nehme ich problemlos in die Hand und dann noch dickes Geäst. Wenn du jetzt denkst, warum, Blumenmann, nimmst du hier die Schere und nicht das Messer? Tulpen brauchen sehr, sehr wenig Wasser und dadurch kann man gut mit der Schere anschneiden. Dann kann ich da das Geäst noch mit dem Messer anschneiden. Und so kann ich sicher sein, dass ich da meine Blumenpracht schön mit Wasser versorge.
ja, die Charaktereigenschaften von Tulpen, diese gefüllten Tulpen, die gehen so wunderschön auf. Und solange dass hier die Staubbeuten noch schon geschlossen sind, ist das auch kein Problem. Dann haben wir da die einfachen Tulpen, die werden sich anders öffnen, aber auch schön. Und das gibt dann so ein spannendes Wirrwarr. Also ich finde jedenfalls diese Strauß geglückt. Und wenn du jetzt sagst, also mir fehlt noch irgendwas, dann bleib einfach dabei beim Blumenmann-Vlog. Weil ich habe gedacht, was auch noch cool wäre, wären einige Fäden reinzumachen als Abschluss. Ich habe gerade gemerkt, ich habe meine Zeit noch gar nicht umgestellt. Meine Uhrzeit, ich weiß nicht, wie das dir geht. Hast du bei dir zu Hause schon die Uhr umgestellt oder sagst du Corona-Modus, ich brauche gar keine Zeit, oder Corona-Modus sagt, egal, ich kann schön flexibel leben. Das ist wirklich so eine Geschichte. Sonst mit den kleinen Kindern ist das immer so eine Sache bei der Zeitumstellung. Und dieses Jahr war das absolut kein Thema oder kein Problem. Ich weiß nicht warum. Irgendwie haben wir das einfach so locker gehandelt. Ich weiß nicht, wie das dir zu Hause ergeht. So, nehmen wir da noch einige Fäden. Dann wenig Sprühkleber dran. Das hält dann wirklich wunderbar. Man muss aufpassen, dass man vielleicht nicht gerade die Blüten anspritzt. Aber so haben wir doch ganz einfach schnell einen schönen Tulpenstrauß gemacht. Ja, meine Gefühle, meine Gedanken, die erfährst du irgendeinmal wieder. Heute habe ich einfach kurz und schnurz schnell einen schönen Tulpenstrauß mit dir kreiert. Veräpple deine Freunde nicht. Mach einfach dir einen schönen Tag. Bei uns scheint die Sonne, es ist immer noch kalt. Also aufpassen mit den Frühlingspflanzen, die du draußen aufgestellt hast. Und ja, genieße deinen Frühling. Mach das Beste aus den Tagen, die jetzt sind, ob du arbeitest oder zu Hause in Quarantäne bist, ob es dir nicht so gut geht oder ob du glücklich bist. Lass es mich wissen, mach's ganz gut, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss und weg, sag ich dann.